Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, ihr wartet auf ein Review von der neuen Season 4 für Vanguard, beziehungsweise Vanguard werden wir sehr kurz halten. Hauptsächlich das, was eigentlich alle interessiert mittlerweile. Vanguard ist ein totes Game, das ist leider so. Warzone und die neue Rebirth-Karte Fortune's Keep. Und ich werde euch nur in einem Satz sagen, was ich zur neuen Season 4 Vanguard halte. Ich habe das Update für Vanguard, also das Update schon runtergeladen, aber ich habe Vanguard gar nicht erst wieder runtergeladen. Es ist seit der Season 3 komplett weg, da habe ich es einmal runtergeladen, nur um das Update zu zeigen. Und ich bin nicht bereit, 80, 90, 100 GB runterzuladen, nur um in Vanguard eine Karte zu zeigen, USS Texas, die wir aus WW2 kennen, um euch einen neuen Modus zu zeigen, und zwar Gun Game Blueprint. Das heißt, ihr seht Blueprint-Varianten im Gun Game, damit ihr angeregt wird, diese Blueprint-Varianten zu kaufen. Großartiger Content, vielen Dank dafür, Sledgehammer. Ihr seid ein großartiges Studio. Vielen Dank für AW, für ein halbes Jahr WW2 und für ein fast ganzes Jahr Vanguard. Wirklich großartige Arbeit, großartige Leistung. Genau das, was wir wollten. Und das ist eigentlich schon der gesamte Content für die Season 4 in Vanguard. Es wird noch eine zweite neue Map kommen, so mit Season Update. Das interessiert allerdings auch keinen mehr. Das heißt, Vanguard wurde zu 100.000% aufgegeben. Da interessiert es niemanden mehr, was dort passiert. Es ist immer noch Paketverlust, wir sind im 8. Monat mittlerweile, alles egal. Aber wir haben ja für Warzone und Fortune's Keep in den letzten 2-3 Seasons oder beziehungsweise Rebirth und Warzone sehr, sehr viele Updates bekommen. Sehr, sehr viele gute Sachen, die man sagen muss. Wir finden mittlerweile Perks auf der Karte. Die Drohnen sind angepasst worden. Jetzt sind sie gerade wieder verbuggt, warum auch immer. Das scheint hier in diesem Quellcode immer wieder so zu sein. Caldera hat einen Facelift bekommen. Wir haben Storage Town jetzt mittlerweile in Caldera. Caldera generell kriegt sehr viel Support. Sie versuchen da, glaube ich, zu retten, was sie können. Und testen, glaube ich, auch mit vielen Sachen, was sie in Warzone 2 Ende des Jahres im Dezember mit rübernehmen können. Aber, und das seht ihr auch im Hintergrund, Fortune's Keep ist das, was mich persönlich am meisten interessiert hat. Denn ich bin mittlerweile ein kompletter Rebirth-Spieler geworden. Ich habe kein Interesse, Caldera zu spielen. Ich mag die Karte nicht, ich persönlich. Und Leute, das hier ist kein Hassvideo. Ich sage euch nur meine Meinung. Und wem meine Meinung nicht passt, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ein Video, das ihr freiwillig anklickt. Ihr müsst es nicht sehen. Aber meiner Meinung nach ist Caldera im Gegensatz zu Verdansk 3 Schritte zurück. Sie haben jetzt viele Sachen angepasst. Sie haben die Vegetation runtergezogen. Sie haben sie reduziert. Sie haben das Wasser entfernt. Sie haben Poise dazugefügt, Mini-Poise hinzugefügt. Sie haben die Ballons von Apex genommen und reingesetzt, damit man sich besser transportieren kann oder generell besser mobil unterwegs ist. Alles in Ordnung, macht die Karte am Ende des Tages aber trotzdem für mich nicht wirklich interessant und spielenswert. Aber Fortune's Keep ist der neue Rebirth-Mode, beziehungsweise die neue Rebirth-Karte. Und bevor wir darauf einsteigen, kurz die Info für euch, wie das laufen wird. Fortune's Keep wird jetzt erstmal so bleiben. Bis nächste Woche Mittwoch. Ab Mittwoch wird Fortune's Keep, Solos, Duos, Trios, Quads da sein und Rebirth Island Quads wird wieder kommen. Das Ganze wird bis Ende Juli so bleiben. Ab Ende Juli wird es darauf hinauslaufen, dass im 24-Stunden-Rhythmus, also ähnlich wie bei Apex Legends auch, werde nicht sagen, dass man sich da ein paar Sachen abguckt, aber es sieht ja so ein bisschen danach aus. Es wird dann so sein, dass alle 24 Stunden Fortune's Keep und Rebirth Island wechselt. Das heißt, ihr könnt am Montag Rebirth Island spielen, Dienstag Fortune's Keep, Mittwoch Rebirth Island, Donnerstag und. So ist der Zeitplan von Raven Software aktuell. Ich bin sehr froh darüber. Und jetzt kommt es zur Manöverkritik an Fortune's Keep. Erstmal, diese Karte sieht optisch, nur optisch, von den Farbgestaltungen, von den Gebäuden, von allem wirklich extrem gut aus. Sie sieht sehr, sehr gut aus. Hab wenig Bugs auf der Karte bisher festgestellt, was mich ehrlich gesagt wundert. Da muss man ja auch mal Props rauslassen. Also optisch ist das eine wunderschöne Karte. Leider, wenn man mit einem Wort beschreiben müsste, wie diese Karte sich spielt, würde ich, und bevor ich euch sage, welches Wort, schreibt ein Wort in die Kommentare, wie ihr diese Karte beschreiben würdet mit einem Wort. Ich persönlich würde sagen, wir gehen gleich raus und Reizüberflutung. Die Karte ist meiner Meinung nach, wenn man alle Ebenen zusammennimmt, es gibt tausende Ebenen wieder. Das erinnert mich an so eine Mischung aus Caldera und Modern Warfare 19. Keep vorne,
ist so ein schlimmer Spot zum Landen, genauso wie Town. Ihr landet auf einem Dach, aber ihr habt 13 Dächer, die alle unterschiedlich hoch sind. Dann habt ihr 16 Dächer links, dann habt ihr 100.000 Dächer auf der Nordseite der Karte, komplett um diese Festung herum. Ihr habt überall Tower. Die rechte Seite mit dem Weinhandel, mit den Camps, das wirklich, und dem Leuchtturm, das ist in Ordnung, da macht es Spaß zu zocken, aber auch da ist das Problem, holy fuck, jedes Gebäude ist über verschiedene Ebenen miteinander verbunden. Generell finde ich es cool, so in COD, Häuserkampf, Close-Range-Fights und all solche Sachen, finde ich cool, es macht Spaß, aber hier ist es so, dass ihr nur noch dabei seid, entweder Leute zu jagen oder um euer Leben zu rennen, weil alles miteinander verbunden ist. Jedes Haus hat 3, 4, 5, 6 Etagen, Treppen, alles Mögliche. Ihr könnt auf jedes Dach auf der Karte. Wenn ihr in der Mitte der Karte seid, dann ist der Bereich, wo die Türme auf euch schießen können, so nah bei euch, dass ihr die ganze Zeit von dort angeschossen werdet, teilweise von 3, 4, 5 Seiten gleichzeitig. Wenn ihr in der Grotte landet, habt ihr das Problem, dass ihr entweder den Weg unten Richtung Lighthouse, also Leuchtturm, nehmen könnt, oder das Rope nach oben. Ihr werdet abgeaimt. Ihr werdet absolut abgeaimt. Diese Karte ist so viel Reizüberflutung und so hart vertikal gebaut, dass man wirklich denkt, man ist hier in MW19 zurück und sie haben Caldera-Style drüber gelegt und gesagt, das passt so. Das finde ich schrecklich. Es ist richtig schrecklich. Ihr seht das auch in den Runden, wenn ihr im Stream vorbeischaut, könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir spielen das Ganze natürlich ohne VPN aktuell. Ich will einfach mal eine ganze Woche komplett diese normale Erfahrung haben und Reaver spielen wir dann wieder mit dem VPN, damit es ja wieder entspannter ist. Das, was ich hier erlebe, ne? 4-Mann-Teams, die auf den Türmen mit TikTok im Klarentext stehen und irgendwie der Auffassung sind, sie sind der nächste Creator-Superstar, geiern zu viert auf diesen Türmen überall, auf den Häuserdächern und geiern einen ab. Ihr könnt fest davon ausgehen, wenn eine Runde startet, liegt jemand auf dem Leuchtturm, es liegt jemand auf dem Dach bei Fortunes, es liegen welche auf den Türmen, überall. Es ist solche Orte wie Graveyard zum Beispiel oder Camp oder Bay oder Smuggler's Cove, also diese Schmuggler-Ecke da unten, die werden kaum benutzt wirklich, weil alle Leute sich irgendwie auf diese Dächer zusammensetzen. Absolut anstrengend und deshalb muss man auch ganz ehrlich sagen, das hätte man deutlich, deutlich besser machen können. Ich weiß nicht, wo dieser Wunsch herkommt, dass immer alles vertikaler wird, immer alles weiter höher geht. Sorgt aber dafür, dass das Gameplay auf der Karte an sich einfach sehr, sehr anstrengend mit der Zeit ist. Was ich persönlich aktuell, was nichts mit der Karte zu tun hat, absolut feier, ist der Bug mit dem Movement. Ihr könnt, egal welche MP ihr nehmt, sobald ihr die umwickelten Griffe drauf macht, habt ihr gefühlt 150 FOV und lauft, glaube ich, mit der dreifachen Geschwindigkeit wie normal. Das ist ein Bug, der wird jetzt demnächst behoben. Das macht aber Fun, mit dem Speed zu spielen. Wenn ihr ein guter Spieler seid, könnt ihr so wirklich richtig aggressiv spielen. Das ist natürlich zu schnell das Ganze, das weiß ich auch. Das wird jetzt demnächst wahrscheinlich auch gefixt werden. Aber das macht schon Spaß, das ist sehr, sehr cool. Generell, ich mag den Sound auf der Karte nicht, was das Gold angeht. Wenn ihr Gold aufnehmt, anstatt Geld, ist ja die neue Währung sozusagen, klingt es jedes Mal so, als würde eine Granate, das müsst ihr mal drauf achten, es klingt immer so, als wenn eine Granate an mir vorbeirollen würde. Da kriege ich jedes Mal Herzinfarkte bei. Die Drohnen funktionieren aktuell nicht, also A, es dauert, bis sie aktiviert ist. Und das kommt jetzt der Tipp für euch. Die Drohnen gehen aktuell von einer Seite der Karte zur anderen Seite der Karte. Das heißt, wenn ihr auf der Seite der Karte die Drohne aktiviert, aber sie startet auf dieser Seite der Karte den Scan, geht sie erst zu euch rüber und hier seht ihr erst die Pings. Das ist eine Verzögerung von 2-3 Sekunden, was euch bestimmt schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Meiner Meinung nach ist es ein Bug, der wahrscheinlich auch noch behoben wird. Es gibt also für jeden aktuell auf der Karte mit Sicherheit auch noch ein bisschen was neu zu ergründen, aber ich persönlich sehe mich ab Mittwoch wieder only bei Rebirth Island bis zu dem Punkt, wo die Karten alle 24 Stunden tauschen. Dann werde ich mit Sicherheit auch an einigen Streamtagen die neue Rebirth-Karte spielen, aber allein weil sie so vertikal ist und weil es dafür sorgt, dass Leute, die gerne campen, weil sie keine guten Spieler sind, sehr, sehr viele Vorteile haben, würde ich Rebirth Island an sich der Karte, der Originalkarte, die wir jetzt ab Mittwoch wieder haben,
8,5 von 10 Punkten geben. Die beiden Türme, Prison Dach, bisschen schwierig. Der 9 Karte 5 von 10. Wenn man eine gute Runde hat, wo die Leute nicht so hart campen, macht sie wirklich sehr viel Spaß. Aber es gibt leider genug in der Community, die schlechte Spieler sind und einfach campen wollen. Was generell ja für die in Ordnung ist, aber es macht natürlich den Spielspaß für keinen wirklich größer. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Aber mich interessiert, wie sieht eure Meinung dazu aus? Schreibt es in die Kommentare. Heute Abend 19 Uhr auf Twitch. Fall Guys, mal was ganz anderes. Ich brauche einen Tag Pause von Fortune's Keep. Und dann wollen wir doch mal morgen wieder in die neue Karte gehen und gucken, ob wir noch ein paar geile Gameplays erspielen können. Also Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.